Ja, hallo, zurück zu Syndicate. Wir sind hier noch in, ja, was haben wir denn? Whitechapel erobern da gar nicht, aber ich dachte, wir wären eigentlich in, lass uns gucken, Westminster dachte ich eigentlich. Nee, Whitechapel, okay. Jo, dann gehen wir halt mal weiter und gucken mal, dass wir hatten da letztes Mal diesen Aussichtspunkt und ich dachte eigentlich auch irgendwo was auf der Themse. Ah ja, hier irgendwo war das. Wo ist er? Da. Ne, da. Den Aussichtspunkt. Und wir hatten Big Ben. Wo ist Big Ben? Tja. Da ist Big Ben. So, die hatten wir freigeschaltet. Jetzt wollen wir noch mal ein paar mehr freischalten. Man sieht auch hier, na, City of London. Bloody Nora. Ne? Wir können aber auch meinetwegen von hier aus ein bisschen losgehen und erstmal nicht alles freischalten, sondern ein bisschen weitermachen mit Sequenz 2. Gucken wir einfach mal. Gehen wir da mal hin. Das ist gar nicht so schlecht. Level haben wir, was haben wir denn für ein Level? Level 2 erst, also noch ziemlich weit unten. So, mal gucken, dass wir hier mal klarkommen. 49 Meter. Hallo. Sergeant Frederick. Okay, dann suchen wir den mal. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Nun, was Sie auch Jo. tun. Innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Okay. Kopfgeldjagd. Gefangen nehmen. Drücken Sie B, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Okay. Bewegen Sie sich in Nähe vom Gegner langsam, um ihren Entdeckungsradius zu verringern. Bewegen Sie sich schneller mit Right Trigger. Fällt es Ihnen gegen leichter, sie zu entdecken. Okay. Drücken Sie B, um den gefangen genommenen Personen in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Alles klar. Also B zum unentdeckt. Na, gucken wir mal. Okay, den gelben Typen sollen wir nehmen, oder was? Homer Dalton ausführen. Er hier. Homer Dalton. Okay. Was will der denn hier in der Welt? Zahlt eine Schuld?
Verpiss dich! Lass mal! Das wird dein letzter sein. Ach, verflucht doch mal! Na B, das hat ja irgendwie nicht geklappt, oder? Halt einer diesen Pöller auf! Oh. Na, das wird ja eng. Ich glaube, das war jetzt nicht so clever. Boah, was ist denn hier los? Kann ich hier nachhauen? Ja, hau ab. Hau ab. Hau ab, habe ich gesagt. Naja, und die Cops kommen auch noch. Also das war mal nix. Langweilig. Vielleicht soll ich doch das Tutorial nochmal lesen. Nicht gerafft. Nehmen Sie Ihr Erinnerungsziel gefangen und bringen Sie es zum Übergabepunkt. Es besteht Belohnung, wegen Sie Ihrem Ziel lebend abliefern. Die Polizei schlag mich tot. Wop. Oma Dalton aufspüren, da unten ist er doch. Ziel Leben zurückbringen, sehr schön. Wie soll das jetzt funktionieren? Also rein theoretisch soll ich hinter dem stehen und den ja irgendwie klar machen. Indem sie sich von hinten nähern und B drücken. Ja, so ist es eben auch gemacht. Von hinten nähern und B drücken. Oh, okay, Brighters Territorium. Ja, okay, das ist dann nicht so cool. Habe ich verstanden. Ja. Kommen die hinterher? Oh. Also rein theoretisch könnte ich ja natürlich da drüben irgendwo im Heu liegen und einfach warten, bis er kommt, ne? Muss doch gehen. Ah, mal gucken. Ja. Oh. Von hinten anschleichen. Oh. Boah, das wird immer voller. Kann ich hier mal rauf? Komm, Junge. Ja. So. Ach, da kommen echt jede Menge Typen.
Shit. Ist er jetzt geflüchtet oder was? Oder? Sehe ihn jetzt hier nicht mehr, shitty shit. Übelst verkackt, würde ich sagen. Na gut. Okay, Whitechapel erobert. Wie soll das gehen? Whitechapel. Es geht schon um die Dinger hier, ne? Gangquartier. Naja, empfohlener Level 2. Und das Ding habe ich gerade verkackt, ne? Ja, komm, gehen wir da mal hin. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Das war ja mal gar nichts. Suche nach dem Straßenkind kann jetzt nicht so gefährlich sein. So, hier mal durch. Tada, 200. Oh, geil. Kiste oder was ist das? So schön klar auf die Mappe, wenn ich die leer räume. Nein. Ja, sehr freundlich. So, mal gucken. Hier rauf vielleicht. So, wo ist es? Ach komm. So, hier irgendwo. Komm runter. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich.
Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Tolle Verabredung. Na gut. Okay, was müssen wir machen? Da drüben hin, zum Lagerhaus. Okay. Mal da drüben einfach rein oder was? Das wird vielleicht zu einfach sein, oder? Den Verbrecher töten, alle Kinder befreien. 9 Stück, kein Alarm auslösen. Na. Gut, okay, es geht um diese Fabrik, da müssen wir rein. Wie kommen wir dann am besten hin? Lalala, über die Mauer? Ja, mal gucken. Das reicht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weniger plappern und mehr arbeiten. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. Is he already? I can see him. Ja. Der ist friendly und jetzt müssen wir mal gucken. Sonst den Typen da mal greifen, oder? Und da ist eine Alarmglocke. Ugh. Okay, verstehe. Ganz so einfach wird es nicht, wenn das hier der Haupteingang ist. Mal gucken, ob wir den jetzt mal so... Ah, komm, kein Alarm machen. Okay, da kann man doch die Alarmglocke ausschalten, oder? Okay, die Kollegas hier befreien. Ich bin ja bei dir. Vielen Dank, Mister. Okay. Das waren 3 Kinder, okay. Gehen wir hoch, ne? Aha, die da hinten nochmal befreien. Verdammte Plagen, sie sind billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. Verdammte Plagen, den Typen da oben chillen. Komm ich da drüben rüber? Ah, Vorteil, fortfahren. Komm ich da rüber? Achso, da drüben sind noch ein paar. Arbeitet weiter! Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll!
Schnappt ihn! Schafft ihn weg! Hinein! Komm doch, wenn du dich traust! Look. Okay, so, jetzt die Kids da hinten klar befreien. Jetzt brauchen wir noch die da hinten, ne? Ne, die waren einen Stock tiefer, ja. Aber wo ist der Typ? Ja, da war eben noch einer. Ist er noch da? Da drüben, okay. Aber der sieht es doch gar nicht. Sprich nicht so laut. Das war sehr nett. Diebesgürtel. Ah, nächste Belohnung. Okay. Auf geht's. Ja, okay, hier ist noch eine Kiste drin. Ah, Sympathisanten und Loyalität. Sie sind in ganz London und helfen sie ihnen. Wenn sie sympathisieren, steigen die Loyalität den Rooks gegenüber. Ja, durch Loyalität schalten sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Ja, so soll es sein. Fähigkeitspunkte erhalten, sehr schön. Hier war aber noch eine... Da oben war noch eine Truhe, die will ich nochmal mitnehmen. Und nichts zu verschenken, ne? War hier, oder? Ja. Ist das auch die, die auf der Karte angezeigt wird? Jo. Pling. Sehr schön. So, gucken wir nochmal hier auf der Karte. Was ist denn da noch so drauf? Grün, 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 Geschäft, wow, zwei, Ja, Homer Dalton hatte ich eben schon verkackt, jetzt gucke ich mir erstmal den hier an. Ich laufe mal, nach ganz oben, weil da war ich ja eben nicht. Gucken, ob es da noch was Schönes gibt, was ich mir anschauen sollte. Oh, noch eine Kiste. Und was ist das da, was da hängt? Okay. Weil das Ding da, was da so fliegt, was ist denn das? Mal einsammeln. Helix-Glitch. Okay. That's all you. Ja, mal raus hier, ne? Sir, jawohl, Sir. Okay, so, wir haben da hinten das markiert. Das war ja so semi-erfolgreich alles jetzt hier. Den einen total verkackt, das andere... Machen wir einfach mal in der nächsten Session, würde ich sagen. Okay? Also, bis dann. Ciao.